Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um Produktmenge und Funktion. Was das Ganze mit linearen Funktionen zu tun hat, also unser komplettes Kapitel, das werde ich euch erst später erklären. Heute geht es darum, diese Basis hier zu verstehen. Was es mit den zwei Mengen hier zu tun hat und wie man daraus Produktmenge und Funktion bildet, das werde ich euch jetzt erklären. Die Mengen sind ja so geschrieben, wie ihr sie kennt. Also wir haben eine Menge mit zwei Elementen und eine Menge mit drei Elementen. Nichts Neues, die werden durch Strichpunkte getrennt und mit geschweiften Klammern begrenzt. Wenn ich daraus jetzt eine Produktmenge formen will, dann muss ich das Ganze kreuzen durch ein Kreuz dazwischen. Beim Produkt würde man an Mal denken, bei der Produktmenge macht man aber ein Kreuz. So, und wenn ich die jetzt kreuzen will, dann muss ich ein Element aus dieser Menge mit einem Element aus der anderen Menge kombinieren. Aber nicht nur eben eine Kombination, sondern alle möglichen Kombinationen. Das heißt, die 1 mit der 2, die 1 mit der 4, die 1 mit der 6, die 3 mit der 2, die 3 mit der 4 und die 3 mit der 6. Somit entstehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zahlenpaare und das ist meine Produktmenge. Das war's zur Produktmenge. Wie kommt daraus jetzt eine Funktion zustande? Wir brauchen dafür eine Funktionsvorschrift. Ihr kennt es ja vielleicht schon, diese Zahlenpaare. Denn das ist ja der Unterschied. Hier haben wir Zahlen, hier haben wir Zahlenpaare, die durch Klammern gefestigt werden. Ist nichts anderes als die Koordinatenschreibweise. Und in der Koordinatenschreibweise kennen wir ein x und ein y. Und dieses x und das y, das steckt jetzt immer in der Funktionsvorschrift drin. Das heißt, ich setze quasi oder probiere jetzt aus, setze quasi den x-Wert mal hier ein bei x. 1 ist dann hier dran und 2 ist hier dran. Was passiert dann? 1 ist gleich 2 minus 1, dann kommt eine wahre Aussage heraus. Das heißt, dass dieses Zahlenpaar, das gehört zu meiner Funktion, denn das erfüllt die Funktionsvorschrift. 1, 4, 1, 6, diese beiden Zahlenpaare könnte man probieren, die werden die Vorschrift nicht erfüllen. Setze ich 3 für x ein und setze ich 2 für y ein, dann steht dran, 3 ist gleich 2 minus 1, auch das erfüllt es nicht. Setze ich 3 und 4 ein, dann klappt's. Setze ich 3 und 6 ein, dann klappt's nicht. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Zahlenpaare, die die Funktionsvorschrift erfüllen. Und das ist genau meine Funktion f. Das heißt im Endeffekt, ich habe hier quasi eine Menge Zahlenpaare, aus denen ich auswählen darf. Ich habe eine Funktionsvorschrift und die Zahlenpaare, die diese Funktionsvorschrift erfüllen, die kommen oder die sind meine Funktion. Man könnte also auch sagen, dass die Produktmenge meine Grundmenge ist, aus denen ich auswählen darf und meine Funktion quasi dann quasi das ist, was rauskommt. Eine Vorschrift braucht man noch. Jeder x-Wert bekommt genau einen y-Wert. In dem Fall haben wir das jetzt. Der x-Wert 1 hat genau einen y-Wert. Der zweite x-Wert hat auch einen y-Wert. Gäbe es jetzt hier noch ein Zahlenpaar, das 1, 5 lauten täte, wäre es keine Funktion, weil dann hätte nämlich die 1 sowohl die 2, aber auch eben die 5. Dann hat jeder x-Wert 2 y-Werte. Und damit wäre dieser Satz nicht erfüllt, der eine Funktion definiert. Zwei Sachen müssen wir noch kennenlernen. Definitionsmenge d, das ist nichts anderes als die x-Werte, die in der Funktion vorkommen. Und die Wertemenge, das sind die y-Werte, die in der Funktion vorkommen. Das heißt quasi, aus den beiden anfänglichen Mengen quasi nur noch die Werte, die tatsächlich dann auch in der Funktion vorkommen. Der 1 und die 3 sind komplett übernommen worden. Hier ist die 6 rausgefallen, weil da gab es kein Zahlenpaar, das damit kombiniert werden konnte. Was ich aus der Funktion machen kann, ich kann jetzt hier eine Wertetabelle ergänzen. Das heißt, es ist nur eine andere Schreibweise. Ich schreibe meine x-Werte oben hin und meine y-Werte unten hin. Das ist genau das gleiche wie Funktion f, indem ich einfach das hier hinschreibe. Aus beiden kann ich aber eine Zeichnung machen. Das heißt, ich kann ja, weil es Zahlenpaare sind, das Ganze in ein Koordinatensystem bringen. 1 und 2, 3 und 4. Das wäre quasi die grafische Darstellung meiner Funktion. Jetzt möchte ich euch das Ganze noch in einem anderen Zusammenhang erklären. Ein anderes Beispiel. Funktionen kommen immer wieder vor, vor allem wenn man irgendwelche Messungen machen möchte. Also auch in der Physik zum Beispiel. Ich habe jetzt hier eine Messung vorgenommen. Ich lasse Wasser reinlaufen und teste nach einer bestimmten Anzahl von Sekunden, wie viel Wasser drin ist. Das heißt, mein x-Wert werden die Anzahl der Sekunden sein und mein y-Wert wird das Wasser in Milliliter sein. Warum ist die Grundmenge jetzt R plus Kreuz R plus? Das ist ja quasi meine Produktmenge. Das heißt nichts anderes. Ich darf lauter X-Werte aus dem Bereich nehmen und lauter Y-Werte aus dem Bereich. Ist also quasi nicht mit Zahlen festgeschrieben, sondern durch eine Zahlenmenge. Ich darf also eigentlich unendlich viele Zahlen hier verwenden und unendlich viele Zahlen hier. Warum R plus? Es gibt ja keine negativen Sekunden bei dieser Messung. Und warum hier R plus? Weil es ja auch keinen negativen Wasserstand bei dieser Messung gibt. Wir lassen das mal laufen.
Ich habe also jetzt quasi nach 5 Sekunden einfach mal getestet, was ist die Menge an Wasser, die hier reinläuft. Das sind in dem Fall 120 Milliliter. Sieht man zwar nicht ganz genau, aber ich habe es dann nochmal genau mit einem anderen Messbecher gemessen. Wir testen das Ganze ein zweites Mal. Wir erstellen quasi ein zweites Zahlenpaar. Wir lassen es diesmal 9 Sekunden lang laufen. 9 Sekunden lang und schauen dann, wie viel Milliliter drin sind. Sind in dem Fall 234. Es entstehen also quasi durch die Funktionsvorschrift Messung entstehen die Zahlenpaare 5, 120, 9, 234. Und da kann ich jetzt wieder eine Definitionsmenge und eine Wertemenge bilden. Und das viel bedeutsamere dabei, ich kann das Ganze grafisch veranschaulichen. Das werden wir später mal merken, warum das sehr wichtig sein kann, dass man bestimmte Sachverhalte grafisch darstellt. Ich habe hier also quasi ein X definiert, ein Y definiert, habe Messungen durchgeführt und das Ganze mathematisch in eine Grafik hineingebracht. Diese Seite braucht ihr natürlich jetzt nicht abschreiben. Das ist euer Tafelbild, das ihr braucht. Zusammenfassend haben wir also heute gelernt, was eine Produktmenge ist, wie man sie bildet und wie man durch eine Funktionsvorschrift dann eine Funktion bekommt. Und wir wissen auch, wann es überhaupt eine Funktion ist, dieses x-Wert, jeder nur ein y-Wert und so weiter. Was eine Definitionsmenge, eine Wertemenge ist und dass ich es entweder schreiben kann als Zahlenpaare oder dass ich es in eine Wertetabelle schreiben kann. Wichtig ist, man kann es grafisch darstellen und das werden wir uns jetzt merken. Darum dreht sich ganz viel hier in der 9. Klasse. Bis zum nächsten Mal.